Es gibt im Grunde zwei Dimensionen, die dich intrinsisch antreiben, die dich motivieren. Und die erste Dimension ist die Dimension des Selbstschutzes. Das bedeutet, dass du gegen etwas kämpfst, dass du dich gegen etwas verteidigst. Und so sind auch viele Unternehmer, die gegen die Mitbewerber, gegen die Steuern, gegen die Finanzamt, gegen die schlechten Zeiten oder gegen die neuen Zeiten kämpfen, gegen die Veränderung kämpfen, aber nicht für etwas sind, sondern gegen etwas sind. Und das Allerschlimmste ist, wenn du in dieser Selbstschutzmotivation bist, dass du die stärkste Kraft unterlegst. Und die stärkste Kraft ist Hass oder ist Wut. Und all das will kein Kunde gerne von dir erleben, ist wenig attraktiv und es kostet dich deine Kreativität und deine Lernfähigkeit. Die zweite Dimension deiner Antriebskräfte, die dich täglich zur Arbeit motivieren, die dich antreiben, wenn du mit dem Kunden kommunizierst, die dir Ideen geben, wenn du deine Texte schreibst, Bilder machst, Videos, Website produzierst, dein gesamtes Marketingmaterial konzipierst, das ist die Kraft, die für etwas ist. Und hier liegt ein wenig das Geheimnis, dass du morgens, wenn du aufstehst, den Tag über immer wieder dein Mindset überprüfst, dass du hier auf der rechten Seite bist. Und wenn du es hier schaffst, auf der Plus 100 zu sein, in der stärksten Kraft für andere Menschen. Nun, das bedeutet, als stärkste Kraft, dass du in der Liebe für andere bist. Liebe bedeutet letztendlich nichts anderes, dass du das Wohl deines Gegenübers, deines Kunden im Auge hast. Dass du alles, was du unternehmerisch tust, als Dienstleister, als Produzent, dass du es dafür tust, zum Wohl des Kunden einen Beitrag zu leisten, dass sein Leben erleichtert wird, dass seine Probleme gelöst werden, dass seine Engpässe überwunden werden. Und dieses Denken und dieses Handeln, nun, das nennen wir umgangssprachlich Liebe, also das Interessiertsein am Wohl des anderen und das eigene Handeln danach auch auszurichten. Und wenn du dann einfach mal in einen Imbiss reingehst, in eine Tankstelle reingehst und dir die Produkte anguckst, ob es die Tabakwaren sind, ob es der schädliche Süßkrambereich ist, ob es die viele Literaturangebote betrifft, die wenig Content, wenig intellektuellen Inhalt liefern, ob es der Alkohol ist oder ob es die Brötchen sind, die lediglich aus Weizenmehl bestehen. Das sind alles Produkte, die, wenn man sich das mal zu Ende überlegt, wenig das tatsächliche Wohl des Kunden im Fokus haben. Weshalb diese auch verschwinden, weshalb die kleinen Kioske verschwinden, weshalb es einen Trend jetzt gerade gibt in der Lebensmittelbranche, dass immer mehr biologische Waren und gesunde Waren ohne Zucker und schädliche Fette angeboten werden. Und du bist auch eingeladen, in deiner Branche zu suchen, was kannst du für einen Beitrag leisten, dass du nicht nur das schnelle Geld machst, oder hohe Erträge erwirtschaftest oder einen Kunden über den Tisch ziehst durch geschickte Verkaufsmanipulationen und Funnels, die dann letztendlich ein Glücksspiel enden und den Kunden nur Geld und Lebenszeit kosten. Nein, du bist eingeladen, dir wirklich vom Herzen Gedanken zu machen, was das Wohl deines Kunden ist, wie du einen Beitrag leisten kannst. Und diese Kraft, die heißt Liebe. Damit ist nicht die erotische Liebe gemeint, sondern das Interesse am Entwickeln, am Wachstum, am Leben deiner Mitmenschen. Und glaub mir, wenn du zwei Unternehmer hast und der eine hat sein Wohl im Fokus oder er kämpft gegen die Mitbewerber, nun, der wird andere Ergebnisse und andere Kommunikationskanäle und Inhalte öffnen als jemand, der dein Wohl will, der ein Interesse daran hat, dass es dir besser geht, ein Interesse daran hat, alles in seinem Unternehmen, seine Angebote, seine Mitarbeiter, die Preise, letztendlich auch die Kommunikationskanäle danach auszurichten, dass es dir besser geht. Und heute liegt die Entscheidung bei dir, wer du bist. Und morgen früh wirst du wieder aufstehen und wirst dieses Mindset wieder neu einen Norden einstellen. Hier links Überlebenskampf, gegen andere kämpfen oder für etwas sein, für deine Kunden in den Riss zu treten und das Beste für sie zu suchen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, immer wieder auf diesen Weg zurückzukommen oder auch Methoden und Techniken zu lernen, mit denen du auch mental dich immer wieder neu ausrichtest, und auch dein gesamtes Geschäftsmodell, dein Marketingkonzept danach ausrichtest, was tatsächlich deine Persona, deine Zielgruppe sich wünscht, welche Leidensdruckthemen oder Leidenschaften diese Person hat, nun, da kannst du gerne einen Gutschein jetzt nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater und viele Marketing-Spezialisten bei uns im Team, die dich dabei unterstützen. Und das Gute ist, auch wir haben uns zertifizieren lassen und kriegen deshalb bis zu 100% Fördermittel für die Beratung. Nutze nun gerne unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch, abonniere unseren Kanal und empfehle uns weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen.
Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.